Jünger. Das ist halt der typische doofe Move, den ein jeder möchte gern großer Anführer macht. Ihr seid unter meiner Würde, kämpft jemand anders. Die Narkut sind vernarrt in uralte Kriegsgeschichten unseres Volkes. Eigentlich sind sie schwache, herumarbeitende Kinder und blitzartig haben sie ihre Verbindung zu Onara durchtrennt. Nun, wenn sie den Weg der Verderbnis einschlagen, um Krieg zu beginnen, so werden wir ihnen entgegenkommen. Natürlich behielt Bai hier das Kommando, um seine Flucht zu decken. Ihr Blut wird schon bald den Boden ertränken. Hörten wir nicht einfach, ich meine, wir hatten ja da oben die Dame der Primalisten, ja? Wir hatten da oben die Dame der Primalisten stehen. Und das Witzige ist, er sagt ja, keiner wird sich irgendeinem beugen, bla, bli, blob, hast du nicht gesehen. Aber er beugt sich den Primalisten oder wie oder was. Da hätte man ja auch mal kurz intervenieren können und sagen können, ja, dann schmeißt du mal deine Tante hier neben dir raus, ne? Weil, wenn du meinst, so ein ganz stolzer Zentaure zu sein, der sich von niemandem was sagen lässt, warum hast du dann die dabei und lässt dir von der was sagen? Weil, die hat dir ja gesagt, geh gegen die Drachen vor, oder? Ist eine ziemlich weirde Angelegenheit damit, würde ich behaupten. Ja, spannend. Sehr spannend. Wir hätten eigentlich hätten wir die töten sollen. Ich weiß, so Storybogen-mäßig braucht man sie hinterher noch wahrscheinlich. Aber, also jetzt hier noch eine Nebenin. Aber wir hätten sie dort eigentlich dann töten sollen. Ja, er tötet da, wir machen da, fertig. Das hätte ich als okay eingestuft. Und wir hätten das auch tun sollen. Tun sollen. Weil wir ja eh schon immer ewig zu den grünen Drachen stehen. Oder generell zu der Drachenheit stehen. Ist jetzt nicht mal so, dass wir da das machen würden, weil wir zu den Zentauren irgendwie stehen oder so. Nee, wir sind ja viel eher, weil wir zu den Drachen stehen. Also, ich hätte das nur als gerecht empfunden, wenn wir da diese Tante, keine Ahnung, wie sie nochmal heißt, ohne die Haare, weggepustet hätten. So, den Anführer haben wir auch gleich schon mal weggemacht. Sehr gut. Ich weiß auch nicht so ganz, wo sie thematisch hinwollen mit den Zentauren. Gerade da ich schon ein bisschen Wissen aus 10.07 habe und ein bisschen weiß, was uns da erwartet und was dort kommt, sehe ich jetzt hier die Quest auch nochmal mit einem anderen Auge und versuche ein paar Sachen zu finden. Oder ein paar Hinweise zu finden. Denn ich bin ziemlich stark der Meinung, dass wir von den Zentauren noch mehr erfahren werden in Zukunft. Und da noch lange nicht alles haben. Nur suche ich da noch so nach gewissen Hinweisen. Und ich glaube, Blizzard bereitet hier mit den Zentauren etwas vor. Aber will noch nicht so ganz in die Karten gucken lassen. Wie ich bin im Kampf? Womit? Und mit wem? Wie gut, dass wir Magier sind. Übrigens, also auch gerade hier an die YouTube, die das jetzt gerade auf YouTube, ne? Wie gesagt, wir sind hier immer noch in dieser Aufnahmesession. Ich starte ja nach diesem Let's Play hier, Loreplay Dracheninseln, kommt der Loreplay World of Warcraft. Hier machen wir nur die Dracheninseln und dann 10.05 und 10.07 und dann 10.1 und so. Das wird ja auch immer weitergehen mit dem Magier. Aber in ein paar Wochen werden wir das Loreplay World of Warcraft starten. Da werde ich alle Quests aus World of Warcraft machen, beziehungsweise nicht alle, aber die Hauptquests so und lore-technisch begutachten und drüber sprechen und mit heutigen Informationen im Einklang bringen, erklären. Das wird vor allem für Leute interessant sein, die mit der Lore einmal komplett von Anfang an anfangen wollen.
Und so. Und da bin ich immer noch die Frage, was machen wir für eine Klasse? Was würde sich dafür am besten lohnen? Vor allem auch, weil wir uns hinsetzen werden und alle Ingame-Bücher auch lesen werden und gucken werden und machen tun werden. Und da bin ich sehr interessiert daran, was ihr dazu sagt. Schreibt mal in die YouTube-Kommentare. Was für eine Klasse und Rasse und welche Fraktion wir nehmen sollen. Balaka war ein leichtes Ziel für Korolevs verderbten Einfluss. Genau, Korolev heißt die. Ja klar, der ist halt dumm. Der ist halt so ein dummer Anführer, hat halt viel Power, aber nicht Grips dahinter. Ne? Der Pfad, für den sie sich entschieden haben, ist jetzt mit Blut getränkt. Schmerin Tumul hat versucht, uns zu warnen, dass dies passieren könnte. Sie hat vielleicht noch weitere Vermutungen. Okay, jetzt hörst du halt auf Tumul. Das ist natürlich ein bisschen spät. Wohin wird der Wind euch landen? 69. Hier bleiben wir jetzt auf diesem Level bleiben wir. Clan Önokuts Armee nimmt Marukai ein. Lasst uns unsere nächsten Schritte in den Kammern des Khans besprechen. Wir müssen für die Sicherheit der Maruk sorgen. Kommt heil zurück. Besprecht die nächsten Schritte. Der Clan Nokut hat seine Wahl getroffen. Sie verraten die Maruk für Macht. Der Sturm berührt den Horizont. Es wird dunkel. Ich halte mein Versprechen an den Botschafter. Scheinbar brauchen die Maruk und die Drachen sich wieder. Kommt noch mit. Bereitet euch auf die Schlacht vor. Fremdling, ihr müsst der Drachensucher sein, von dem Sansok Khan sprach. Wenn ihr den Drachen helfen wollt, helft uns. Ja, klar. Natürlich helfen wir euch. Was ich jetzt so interessant finde, die Onir haben vorausgesehen, dass was passiert. Ja, die haben alle schlechten Zeichen der Welt gehabt. Als ob die 6-mal im Lotto gewonnen haben. Die haben richtig viele schlechte Zeichen gehabt. Die haben nichts getan, nichts vorbereitet, es ist nichts passiert. Sansok Khan hat davon gewusst, weil Korolev bei ihnen war und auch hier versucht hat, Einfluss zu nehmen. Drittes, sie wussten, dass Nokut in letzter Zeit überall einfällt und einen anderen Clan ja überfallen hat und weggedrängt hat und eine große Streitmacht aufbaut. Also 3 dicke, fette Hinweise und nichts ist passiert. Ich möchte mal ganz kurz, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Sansok Khan und hier die mit der gesprochen haben, ja, dass die halt in Gesprächen sind, dass die miteinander reden und die hier alles weiß. Dann möchte ich mal kurz in den Raum stellen, tut mir leid, Kanamatra Sarest, du bist ein echt schlechter Anführer. Oder aber, ihr seid schlechte Khans, wenn ihr nicht mit Khan-Namen redet. Aber irgendwann ist da mächtig schiefgegangen, möchte ich behaupten. Das Lebensblut der Maraku ist in Gefahr. Balaka wird seine Streitkräfte für den Krieg aufstellen. Ich werde es ihm gleich tun, doch wir sind zahlenmäßig unterlegen. Die Drachen haben um unsere Hilfe gebeten und jetzt können wir ihre Hilfe brauchen. Uns eine faire Chance zu geben, um ihren Ruf nach einem Bündnis zu antworten, muss ich das Horn von Drusal blasen. Doch ich brauche Onaras Segen. Werdet ihr mir helfen? Geht nach Terakai und übergebt meine Kriegserklärung an meinen Leutnant, Jebutai. Er wird meine Streitkräfte zusammentrommeln und euch den Weg zu den Mystikern zeigen, die Onara finden können. Lebt, beeilt euch. Wir müssen unsere Kräfte sammeln und Onara finden, bevor Balaka seine Armee aufstellen kann. Die klingt auch so voll verzweifelt jetzt. Also als Anführer nicht gut. Ich meine, klar, es ist eine ziemlich verzweifelte Situation und die Lage ist echt beschissen. Aber als Anführer bist du nicht verzweifelt. Als Anführer führst du. Durch die Verzweiflung der anderen. Du nimmst die Verzweiflung der anderen und wandelst sie in Mut, in Stärke, in Entschlossenheit um und machst halt richtig Bada-Bang-Boom mit dem Feind. Ne? Den machst du fertig. Und sie klingt gerade ziemlich so, scheiße, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen irgendwas machen. This is not good. Also würde ich behaupten, dass das nicht gut ist. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Ich weiß, Skillen tue ich eh auf 70 nochmal anders, keine Ahnung, wahrscheinlich.
Wir gehen jetzt mal kurz hier unten die Quest wegmachen, dann haben wir einfach Quest fertig, weil das sind, glaube ich, nur diese Dingsbums-Quest hier, ne? Das sind ja nur die... Welche Wege ja, ja. habt ihr bereist? Also ich muss sagen, die Chefin der Marokkai hier wer sich um das Land kümmert, wird belohnt. Ist nicht gerade die, nicht gerade so Töfte. Bis bald. Lebt wohl. Die ist nicht so Töfte unterwegs, oder? Also ich weiß ja nicht, aber... Oder kommt das nur mir so vor und ich urteile jetzt einfach zu hart? Kann das sein? Urteile ich zu hart darüber? Urteile ich zu hart über sie? Oder ist das gerechtfertigt, dass ich sage, dass die jetzt vielleicht nicht die Beste vom führendem Stil her ist? So. Wo müssen wir hin? Jetzt können wir natürlich sagen, wir haben jetzt das erste Kapitel hier abgeschlossen. Wir gehen jetzt hier Sidequests machen. Das könnten wir, glaube ich, machen. Und wir machen jetzt erstmal Sidequests hier fertig. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Hochzeit. Die Dingsbums hier, ne? Die Anfrage. Dies ist heiliger Boden. Ne, eine Anführerin ist hier nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Manchmal muss man auch erst lernen zu führen. Definitiv. Keine Frage. Keine Frage. Aber, so wie ich das sehe, ist ja die Kana Matrem, also die Oberanführerin der Khan, schon vorher eine Khan gewesen und ausgewählt worden. Also, sie war schon ein Führer. Sprich, sie ist die oberste Anführerin der anderen Anführer. Und dann verstehe ich das nicht. Dass ein Khan, der frisch Khan geworden ist, erstmal lernen muss, und klarkommen muss und denken muss und handeln muss. Ja, okay, alles klar, bin ich dabei. Aber sie ist Kana Matre. Sie ist Chef vom Chef. Und dann verstehe ich das nicht. Da komme ich da nicht drauf klar. Oamas, fühlt ihr euch wohl unter der Sonne? Fühlt ihr euch sicher in ihrer hellen Umarmung? Bedeutet jeder neue Tag Hoffnung für die Zukunft und eine Chance, euer Leben so zu leben, wie ihr es schon immer erträumt habt? Dann kennt ihr die Liebe so wie ich. Narman vom Clan Shikar ist meine Sonne. Er ist meine Wärme. Er ist mein Licht. Er ist meine Hoffnung. Ein solcher Mann verdient einen Antrag, der seiner würdig ist. Wir müssen uns von den Ohn den Weg weisen lassen. Okay, er will einen Antrag stellen. Und da machen wir gerne mit. Eine wunderschöne Quest. Und ich bin so froh, dass diese Quest im Spiel ist, weil die so super gut gemacht worden ist. Ne? Grüße. Erkundigt euch nach Davas Antrag. Wie wunderbar. Der Tradition folgend würde ich vorschlagen, dass ihr ein paar Süßigkeiten für die Familie mitbringt. Herdhüterin Erden macht einen wunderbaren Pudding. Aber übertreibt es nicht. Eine kleine Geste kann auch Wirkung zeigen. Okay? Bis dahin. Das ist eine wirklich wunderbare Quest. Und wir werden jetzt in die Tradition der Zentauren mit eingeführt, wie man einen Antrag stellt. Bei Zentauren. Das finde ich, by the way, also hier muss ich mal auch wieder Danke an Blizzard sagen, dass sie sowas hier reinbringt. Diese Kultur, wir wissen aus dem, hier möchte ich auch nebenbei Werbung machen für Anxuni. Anxuni hat ein ziemlich langes Video von Steve Denusa, Terran Gregory, Anna Stickery, also den Devs von World of Warcraft mit dem Community Council übersetzt. Ist ein sehr cooles Video gewesen, aber für die, die Englisch nicht mächtig sind, Anxuni hat dieses riesenlange Interview übersetzt, gibt's auf chrome.de. Und da wurde auch nochmal erläutert, dass man für die Marukai und für die Tuska extra sich Support dran geholt hat von Fachkräften, die über Rassen sich so, ne, also über Kulturen sich informieren und sowas. Und das merkt man. Man merkt ganz klar, dass bei den Tuska, aber vor allem bei den Marukai, richtig Kultur erschaffen wird. Wir kriegen hier richtig eine Kultur mit rein und das ist so wunderschön und solche Quests helfen da enorm, dass man diese Kultur richtig versteht. Und ich glaube, das machen sie auch nicht ohne Grund, aber wie gesagt, da kommen wir dann noch drauf wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das ziemlich schön, diese tiefere Sache hierhinter zu verstehen. Das ist sehr cool. So, wir müssen irgendwas kaufen. Den Pudding, ne? Jackmilchpudding, genau.
kommt mit mehr Waren wieder. Sowas Banales quasi. Es ist ja, es mag ja fürs, ich will aber nur mit mächtigen, dicken Dingern, ich will mit einem Keltas zu tun haben oder mit einem, was weiß ich was. Nein, das ist auch für mich World of Warcraft. Das hatten wir ziemlich lang und zwischendurch haben wir es ein bisschen verloren in World of Warcraft. Ich glaube, seit Legion. In Legion war es zwar auch vorhanden, aber nicht so krass und in Battle for Azeroth auch nicht so krass mehr. Und ich finde, in Shadowlands war es wieder vorhanden, aber jetzt vor allem in Dragonflight ist es wieder sehr, sehr krass vorhanden. Die Nebengeschichten, die kleinen Dinge des Lebens. Und hier ist es halt sehr schön, es ist eine kleine Sache und dann auch noch so gut verbunden mit der Kultur. Super. Handel braucht Vertrauen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir alle alles haben, was wir für diesen Kural brauchen. Mein Sohn hat die Ehre, die Jagd anzuführen und dafür zu sorgen, dass unsere Teller voll bleiben. Allerdings scheint er in letzter Zeit abgelenkt zu sein. Ein wanderndes Herz sucht nach Wärme. Oh, wie köstlich. Solche Geschenke müssen unter dem gesamten Clan aufgeteilt werden. Da war es gut darin, der Tradition zu folgen, aber wir Shikar haben andere Werte. Wir sind stolz darauf, unser eigenes Handwerk zu meistern. Meinen Sohn zu lieben, heißt, die Jagd selbst zu lieben. Eine Geste der Jagd würde besser passen. Aber da war es kein Jäger, es ist keine Schande, denn seine Pflicht ist, einem höheren Zweck zu dienen. Bei der Nokut-Enklave findet ihr einen größeren, großen, schroffen Moschushirsch. Bringt seine Hörner zum Windweisen. Sie geben eindrucksvolle Ornamente für Namen ab. Und der Rest von uns stürzt sich auf das, was übrig bleibt. Ich kann unseren nächsten Handel kaum erwarten. Das ist zum Beispiel jetzt auch wieder ziemlich, ziemlich geil. Also, wir sprechen hier auch von einer Hochzeit von zwei unterschiedlichen Clans. Wir haben einmal die Unir und die Shikar, die Jäger und die Schamanen. Der Schamanismus oder die Religiösen, sag ich mal. Und er sagt natürlich ganz klar, ja, eigentlich müssten wir hier eine große Jagd, müsste uns hier eröffnet werden. Ne? Also, sie hätten uns hier etwas bringen müssen, Fleisch, ganz viel Fleisch für die gesamten Shikar. Aber sie versteht, dass sie von der Unir kommt und sie nimmt trotzdem dieses Geschenk an. So, wir müssen jetzt den hier töten für ein Geweih. Und sie nimmt dieses Geschenk halt dankend an in dem Wissen, dass es sich halt um Onir handelt. Und geht vor allem jetzt aber darauf ein, also, sie ist nicht sauer oder sowas, geht aber selber jetzt darauf ein und sagt, nee, weißt du was, wir könnten jetzt natürlich auch jemanden, den, also es genauso machen, und sie würden jetzt den Onir irgendwas aus der Jagd bringen. Und sie versucht das jetzt geschickt zu kombinieren. Sprich, wir müssen jagen, aber wir jagen nicht das Fleisch, also das Versorgen der Zentauren. Nein, sie schickt uns ein Ornament zu holen, also diese Hörner. Das heißt, sie hat jetzt geschickt die Jagd verbunden mit aber etwas, was die Onir mögen. Ne? Also was wichtig für die Onir sind. Das ist halt korrekt. Das ist ziemlich cool. Aber ohne sauer zu sein, dass sie es hier nicht getan haben. Das ist super. Lass die Geister durch. Naaman hat eine Geste verdient, die so groß ist wie er. Bis dahin. Aborgs Hörner, die eignen sich bestens. Aborg war einst der stärkste unter den Moschushirschen der Ebenen. Ein passendes Geschenk für den stärksten Jäger. Ich bin mir sicher, dass Naaman das wertschätzen wird. Ach so, warte mal. Wir haben jetzt, ach, die Mutter von Norman, also die Mutter von dem, den er heiraten möchte, hat uns geschickt, Ornamente zu holen für Dava, dass Dava sozusagen dieses Ornament ihm schenken kann. Also die Mutter hat einfach nur gut gezeigt, so könntest du das gut machen. Du bist kein Jäger, also kannst du ihm keine große Jagdgeschenke machen. Also haben wir jetzt diesen, auch gut, super gut, super gut. Vielleicht bringt er mir eines Tages das Jagen bei. Ein Jägermann, der Onir, das stellt sich mal einer vor. Viel Glück. Sehr gut. Jetzt geht's da weiter, genau.
Ich glaube, hier oben ist dann die Quest, ne? Die eine? Ja. Jäger Naaman. Also über den haben wir jetzt die ganze Zeit hier geredet. Alles klar. Ich habe mit Kahnen gejagt, die schnellsten Barkar eingeholt und einen voll ausgewachsenen Brüffelelch-Bullen mit bloßen Händen niedergerungen. Als Jäger habe ich nichts weiter zu beweisen. Als Partner hingegen habe ich noch viel zu lernen. Windweiser Dava von Clan Onir ist mein Herz und Glück. Ich möchte mich nur als seiner Liebe würdig erweisen, doch ich weiß nichts von Traditionen und Ritualen. Ich benötige die Weisheit der Ältesten in Marukai. Ruht euch aus. Dann holen wir mal den Rat ein. Unten, ne? Ja, okay. Dann holen wir mal den Rat ein von der anderen Seite, wie er sich darauf vorbereitet. Ältester Ortgerei. Clan Terai ist der stolze Beschützer der Traditionen und guten Werte. Dieses Treffen in Marukai gehört ebenfalls zu unseren Traditionen. Ein Antrag. So ein Quatsch. Die Tradition ist da ganz klar. Bringt der Kupplerin etwas Süßes. Ein guter Kuchen müsste ausreichen. Es erwarten uns viele Zeremonien. Danke euch. Vertraut nur eurem Clan. Der Kupplerin. Wer ist denn die Kupplerin? Sind wir die Kuppler dann? Also es geht jetzt wieder um den Kuchen. Also Vanillepudding haben wir hier schon geholt, jetzt müssen wir Kuchen holen. Da kriegt man ja Hunger bei dieser Questreihe, ne? Honigflauchenkuchen. Ihr habt meinen Dank. Ah, die Kupplerin ist jemand anders, ne? Kupplerin Ursilla. Die ist nicht nur gut. Warte mal, was? Welche Wege habt ihr bereist? Ihr seid aber ein Prachtexemplar. Es gibt jede Menge geeignete Zentauren, die auf den Feldern teilnehmen. Falls ihr Interesse habt, sucht euch jemanden, bevor er oder sie sich zerfleischen lässt. Schon bald wird bei euch ein kleiner Blutelf herumrennen. Nicht wahr, Amas? Nee, ich will nicht mit Zentauren. Süßigkeiten, ha. Ursilla nimmt einen großen Bissen vom Kuchen. Hat Orgerell euch gesandt? Sie weiß, dass ich einen guten Kuchen nicht widerstehen kann. Auch wenn die Tradition den Austausch von Gaben zwischen den Familien vorschreibt, basiert wahre Kompatibilität auf der Führung der Ahnen. Sucht nach Zirrusblumen und legt sie am Grabhügel ab. Dort werden wir die Blutlinien konsultieren. Ich danke euch. Was ich übrigens sehr spannend finde, ist, dass Gleven hier eingesetzt werden, oder? Ja, so eine Art Gleven, ne? Stangenwaffe. So, wir müssen Blumen sammeln. Das ist jetzt trotzdem ein Nokut. Also klar, wir sind natürlich vor den Geschehnissen der Nokut. Die Nokut haben hier noch nicht angegriffen. Dass ein Nokut den Kuppler stellt. Und warum? War das jetzt ein befreundeter Nokut oder so? Was ich mir bei den Nokut halt nicht vorstellen kann. Oder sind die Nokut generell die Kuppler? Oder ist sie halt einfach eine Kupplerin, unabhängig vom Clan, der sie angehört? Das ist mir jetzt nicht so ganz, kann man nicht so ganz rauslesen, oder? Möchte ich behaupten. So. Da müssen wir die ablegen, ne? Dann konsultieren wir mal die Blutlinien. Saran Khan, Jäger Naaman, ältester Orgerei. Okay. Nur dann bittet. Entschuldigt, große Khan, wir möchten euren Segen für unsere Verlobung bitten. Große Khan, ich bitte um euren Segen für die Verlobung mit eurem Enkel. Ich gehöre derzeit zu den mächtigsten Jägern der Shikar. Ich kann ein Brüffelel aus 60 Schritten Entfernung ins Auge treffen. Ich bin schneller als genug. Eure Erfolge interessieren mich nicht.
Ist eure Liebe wahrhaftig? Das ist sie. Dann habt meinen Segen. Bleibt auf der rechten Bahn, wie auch eure Pfeile fliegen, Jäger. Liebe? Das ist nicht gerade traditionell. Lol. Danke für den Follow. Das ist nicht gerade traditionell, würde ich behaupten. Okay, ja. Liebe ist nicht traditionell. Was ist traditioneller als Liebe? Nehmen wir jetzt mal die Philosophie hier mit auf. Was ist traditioneller als Liebe? Mit das Älteste, was die Menschheit wohl heute noch hat, ist Liebe. Wahrscheinlich haben sich schon die Neandertaler und auch davor entwickelte, also der Homo sapiens, alles Mögliche davor, hat sich schon geliebt. Liebe ist, glaube ich, mit das älteste Gut, was wir haben und wird schon in den ältesten Werken, die ältesten Bilder, Wandmalereien, Höhlenmalereien, zeigen schon von Liebe. Selbst die Ägypter mit ihren Hieroglyphen zeigen Liebe. Was kann traditioneller oder älter traditionell sein als die Liebe? Ich glaube, die Liebe ist mit eins der wichtigsten Dinge auf unserer Welt und das, was uns alle verbindet. Die so viel Hass, so viel gesellschaftlich Kaputtes, um mal bei WoW zu bleiben. Das Narrativ des Bösen ist die Leere. Das ist der Hass. Und das Licht und das Leben ist die Liebe. Sie hält uns zusammen. Gut, in WoW ist es scheiße, weil wir müssen mittlerweile, dass die Leere auch was Gutes ist. Nee. Aber ich glaube, die Liebe ist etwas ganz Wichtiges. Ganz, ganz wichtig. Hallo. Deswegen liebt World of Warcraft. Und euer Leben ist gut. Blutlinien, Süßigkeiten und Teerei. Eher würde ich alle Sterne am Nachthimmel darum bitten, mich zu bewundern, als zu behaupten, dass ich da was liebevoll und ganz würdig bin. Nichtsdestotrotz werde ich den Mut finden, voranzuschreiten. Werdet ihr mir bei meinem grandiosen Antrag helfen, wenn die Zeit gekommen ist? Also beide wissen nicht, dass sie einen Antrag machen wollen, aber beide wollen einen Antrag machen. Das ist sehr gut. Zeigt keine Schwäche. Das ist sehr gut. Zeigt Respekt. Ich habe mein Leben der Jagd gewidmet. Doch nun kommt die Zeit, mich jemand anderem zu widmen. Ich hoffe bloß, dass ich als Partner so viel tauge wie als Jäger. Auch dir, Tux Raiders, danke für deinen Follow. Geht die Quest jetzt hier weiter? Nee, warte mal. Wo geht sie weiter? Geht sie bei ihr weiter? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, hier, ne? Das Wetter ändert sich. So schön, ich falle in Ohnmacht. Es gibt einen kleinen Teich beim Spiegel des Himmels, wo Naaman und ich uns während meiner Initiantenausbildung zum ersten Mal begegnet sind. Initianten reisen an diesen Ort, um Onara näher zu sein und so den Wind zu spüren. Zuerst sah ich ihn in der Spiegelung des Wassers. Alle meine Augen, als meine Augen plötzlich durch eine Brise geöffnet wurden. Es gibt auf den Ebenen keinen schöneren Anblick. Der Teich bildet den perfekten Ort für unseren Antrag. Euer Glück liegt auf der Straße. Schickt nach Namen. Er kennt den Ort. Also, aber er ist derjenige, der dann zuerst sagt, lass uns dort treffen. Das ist natürlich dann jetzt hart. Gutes Zeitgefühl am Mars. Wie die Tradition verlangt, habe ich den Segen beider Familien erhalten. Es kann weitergehen. In der Nähe von Terakai gibt es einen kleinen Teich, an dem Dava und ich uns oft getroffen haben. Schickt ihn dorthin und ich werde ihn, Dava ist bereits auf dem Weg zu dem Teich. Möge euer Pfeil immer das Ziel sein. Jetzt schon? Da muss ich mich beeilen. Trefft uns dort, wenn ihr könnt. Okay, sehr geil. Oles, auch dir, vielen lieben Dank für den Follow. Diese Questreihe ist so schön einfach, ne? Diese Questreihe ist so schön. So. Da kommen sie beide. Dava, ich möchte dich... Naaman, ich habe dich gefunden, gerufen, um dich zu fragen. Beide schallen in brechen in Gelächter aus. Wollten wir gerade... Oh ja, möchtest du mich heiraten? Mehr als alles andere. Ich liebe dich. Und ich dich mehr als alles andere. Ist das geil? Mädels, ist das geil? Ah, ist das geil. Vielen Dank, Amars. Dava und ich werden nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Ja, war auch witzig.
Kämpft hart. Komm, Naaman, wir müssen noch viel vorbereiten. Ja, wir müssen unseren Clans berichten. Finde ich cool. Diese Quest ist so schön. Wirklich, die ist wunderschön, diese Quest. Und ähnlich wie die Quest in 10.07 mit Bane oder sowas, zeigt das wieder einmal, wie gut Blizzard im Bereich Quests ist. Und im Bereich Nebenquests, die überhaupt mit nichts zu tun haben. Ich habe gestern ein unglaublich gutes Video gesehen im Bereich dass Games heute nicht mehr so viel vorgeben, ne, dass immer nur so Tunnelblick, Story und so und gerade so MMOs und Survivals oder Open-World-Games nicht mehr so weitläufig sind, nicht mehr so. Sie geben uns keinen Platz zum Entfalten oder zum Platz zum Entfalten der Welt, Platz zum Entfalten von allem. Und gerade solche Quests hier, das ist einfach die Meister, das ist das, was Blizzard kann. Das ist das, was Blizzard so gut kann. Sie zeigen hier etwas komplett Irrelevantes für Dragonflight. Es ist komplett irrelevant. Aber diese Quest hat so viel Tiefe wie eine Hauptstory-Quest. Und es ist unglaublich gut gelungen. Superschön. Hallo. Das ist hier, genau, das ist jetzt keine, ne?